Jetzt nochmal zu dieser Sache. Das Thema wird vor allem die Finanzwelt sein, hast du gesagt. Also können wir jetzt damit rechnen, dass der Finanzcrash kommt? Oder den habe ich auf jeden Fall gesehen in dieser Zeit, ja. Wie drastisch wird dieser Finanzcrash ausfallen? Es gibt ja so der Schwarze Freitag oder so, ja, oder der Black Friday war was anderes. Der Absturz der Börse, der sich ja auch immer mal wieder wiederholt, wo viele Leute arbeitslos werden. Ich glaube, in den 20er Jahren war das. Wird es wieder so schlimm wie beim letzten Mal, oder? Ja, 20er Jahren weiß ich nicht. Ich mag mich an 2008 erinnern. Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall in diese Richtung geht, ja. Okay, also wir können uns auf einen Börsencrash einstellen. Ja. In den nächsten 4 Jahren. Den Ausschnitt des Interviews, das ihr hier eben gesehen hattet, ist aus dem Welt im Wandel Kongress, der vom 7. und 8. April 2019 in Würzburg, Deutschland durchgeführt wurde. Der Publizist und Journalist Robert Fleischer interviewte mich zu verschiedenen Vorhersagen für Europa. Unter anderem sagte ich damals voraus, dass in den nächsten 4 Jahren ein größerer Finanz- oder Wirtschaftscrash eintreten wird. Im Frühling 2020, also knapp 2 Jahre und ein bisschen mehr, war es soweit. Die Corona-Krise traf die Welt hart. Und im Rahmen des Aufkommens des Coronavirus brach der DAX am 9. März 2020 innerhalb eines Tages von 11.550 auf 10.300 Punkte um gut 10% ein. Kurz darauf erfolgte am 12. März einen weiteren Kurseinbruch um weitere 12% auf 9.200 Punkte. Mit über 40% binnen Monatsfrist erlebten Anleger den historisch größten Rückgang des DAXes innerhalb einer solchen kurzen Zeit. Damit begann also ein Kurseinbruch, der an den Börsen Milliarden an Werten zerstörte. Obwohl sich die Börsen oder Aktienmärkte schnell erholten, bleibt die Gefahr natürlich bestehen. Der Corona-Crash, wie er auch offiziell heißt, ist wegen seiner Besonderheit des schnellen Zusammenbruchs oder Einbruchs in die Börsengeschichte eingegangen. Ein Minus von 40% binnen 3 Wochen. Als im Frühling 2020 das Corona anfing zu wüten, wurde ich von verschiedenen Journalisten, Moderatoren oder Publizisten angefragt, ob ich meine Visionen zu den Ereignissen geben könne. Es war damals für mich klar, und das habe ich auch immer wieder so gesagt, dass das Virus als solches langfristig weniger gravierend sein wird für unsere gesellschaftliche Entwicklung als das, was kommen würde. Damit meinte ich auch weitere wirtschaftliche und geopolitische Folgen. Übrigens findet ihr unterhalb des Videos in der Informationsbox Links zu den verschiedenen Interviews wie der von Welt im Wandel oder auch möglichen anderen, über die ich noch sprechen werde. Ich wurde also gefragt, wie ich die weitere Entwicklung von Corona sehe. Und es war für mich klar, dass mit dem, was
im Frühling 20 initiiert wurde durch diesen Virus, eine nicht absehbare Tragödie unserer gesellschaftspolitischen Entwicklung eingeläutet wurde und dass langfristig, wie schon bereits erwähnt, die gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Folgen bestimmt um einiges dramatischer sein werden als das, was wir nun durch das Virus erleben. Ich möchte natürlich die Tragik des Coronavirus als solches auf keinen Fall minimalisieren oder heruntersprechen. Und trotzdem war es für mich von Anfang an so, dass das, was jetzt noch kommen wird, mir viel mehr Sorgen bereitet als das, was wir bereits hinter uns haben, betreffend der Corona-Pandemie. Ich habe mich deswegen entschlossen, mit diesem Video diesen Crash, den ich im Frühling 2018 ankündigte, etwas vertieft anzugehen, und ich möchte mit euch hier neuere aktuelle Eindrücke dieses Crashes mit euch teilen. Die Börse hat sich relativ schnell erholt. Die Wirtschaft ist noch am Leiden. Die Aktienmärkte steigen und sinken. In den letzten Tagen wieder etwas mehr sinkend. Und die Inflationswerte haben in den letzten Monaten leicht zugenommen. Für mich ist es ganz klar so, dass die Folgen dieser Krise sich in den nächsten, auf jeden Fall 3 bis 5 Jahre weiterentwickeln wird. Wir sind somit alles andere als über den Berg. Im Gegensatz zu vergangenen Krisen, wie zum Beispiel die von 2008 und 2009, sehe ich diese Krise sich erstens mal nicht so bald wieder erholen. Und zweitens sehe ich diese nicht so wie 8 und 9 zum Beispiel hauptsächlich auf den Immobilien-, Banken- und Versicherungsmarkt ausgerichtet zu sein, sondern ich sehe in der Krise, in der wir uns jetzt befinden und die noch viele Jahre dauern wird, vor allem die mittelständische Wirtschaft am stärksten in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich sehe es so, dass dieses Mal bereits große bestehende Wirtschaftsunternehmen oder Bereiche wie zum Beispiel die Tech-Industrie, aber auch große Wirtschafts- und Bankenzweige relativ ohne größeren Schaden diese Krise bewältigen können. Natürlich wird es auch hier und da bluten, aber ich bin überzeugt, dass in der Zukunft diese Krise als die des kleinen Mannes beschrieben werden kann. Geschwächt werden ganz klar jene des unteren Teiles der Schere, also die weniger gut positionierten in unserer Gesellschaft. Wer bereits schon Mühe hat, wird in den nächsten kommenden Jahren unter noch viel mehr Druck kommen. Und was ich auch sehe, ist, dass Rechte und Lohn speziell für diese Klassen unter einen extrem starken Druck kommen werden. Ich würde sagen, dass wir in Mitteleuropa langfristig in eine Richtung gleiten werden, die man vermutlich noch am ehesten mit jene der Schwellenländern vergleichen kann. Also zum Beispiel Schwellenländern, in denen große internationale, multinationale Unternehmen viel Geld verdienen werden, sich enormen Markt sichern können, aber für einen Großteil der Bevölkerung das Leben relativ schwierig werden wird. Ein aktuelles Beispiel, würde ich jetzt sagen, ist Südafrika.
Ihr erinnert euch vielleicht, in den letzten Wochen waren in Südafrika starke politische und wirtschaftliche Unruhen. Es gab Dutzende von Toten, das Militär musste auf die Straße gesendet werden, über 25.000 Soldaten und sogar Reservisten, das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Reservisten auf die Straße geschickt werden mussten in Südafrika, um wieder Ruhe herstellen zu können. Auf der einen Seite war dies eine politische Krise, auf der anderen Seite aber auch aus Angst der Menschen vor Lebensmittelengpässen und natürlich auch eine zusätzliche Armut durch die Corona-Krise. So wie ich es sehe, werden auch wir mehr und mehr ähnliche Situationen erleben müssen, wie solche, die Südafrika durchlebte. Ich sehe das jetzt natürlich nicht alles in den nächsten 2-3 Jahren passieren, sondern diese Entwicklung dürfte in den nächsten 10 bis 15 Jahren vor sich gehen. Was für mich ganz klar ist, dass das goldene Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit, so wie wir es in Europa kannten, zum Ende kommen. Am Schluss dieser ganzen Entwicklung wird es nicht darum gehen, wer richtig oder falsch lag, wer gut oder böse war, sondern es wird ganz einfach darum gehen, ob man zu den Gewinnern oder den Verlierern dieser langjährigen Krise gehören wird. Wenn ich beobachte, was um uns herum passiert, wage ich zu behaupten, dass für einen Großteil, für die meisten bereits jetzt schon feststeht, ungewollt deren Handlungen oder Nichthandlungen, ob sie zu den Gewinnern oder Verlierern dieser Entwicklungen gehören werden. Ein kleiner Teil nur, ein kleiner Anteil wird jetzt noch die Möglichkeit haben, sein Leben so zu entscheiden, dass er für sich noch bestimmen oder mitbestimmen kann, in welche Richtung er gehen möchte. Ich denke an diesem Punkt, und das ist gerade jetzt oder gerade wichtig für jene, die noch die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden, ob sie zu den Gewinnern oder den Verlierern gehören werden, geht es nicht nur darum, wie sie den Rest des Lebens verbringen werden, sondern vielmehr, welche Sicherheit und Stabilität sie für ihre Nachkommen aufbauen möchten. Ich möchte nun auf einige konkrete Folgen dieses Crashs oder dieser Wirtschaftskrise kommen, in der wir uns jetzt befinden und die, wie gesagt, so wie ich es sehe, noch einiges dauern wird. Wert auf Bewahrungen, so wie wir sie kennen, werden mehr und mehr an Bedeutung und Sicherheit verlieren, zumindest für den kleinen Bürger. Geld und die Kontrolle des Geldes wird den Politikern eine volle autoritäre Macht geben. Finanzielle Demokratie wird extrem stark eingeschränkt und die Macht geht mehr und mehr an Funktionäre und den Starken. Ich sehe ebenfalls eine Währungsreform kommen. Nun möchte ich an diesem Punkt erwähnen, ich bin kein Wirtschaftsexperte, ich habe auch keine Geopolitik oder Wirtschaft studiert, aber ich sehe, und das mit sehr viel Erfolg und schon über 2 Jahrzehnte, politische Richtungen und wirtschaftliche Richtungen in einem sehr guten Ausmaße immer relativ korrekt hervor. Natürlich mache auch ich bei der Interpretierung meiner Vorhersagen manchmal Fehlern. 100% ist es nie, aber trotzdem der Grundtenor, der stimmt meistens und
sehr klar. Wenn ich jetzt also von einer Währungsreform spreche, dann kann ich jetzt nicht genau auf eine vergangene beziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der einer viel stärkeren Inflation zusammenhängt, in die wir jetzt abrutschen werden. Es kann auch sein, dass diese Währungsreform daher kommt, dass wir ganz klar in eine digitale Zukunft eintauchen werden, in der es nur noch digitale Währungen gibt und das Bargeld verschwindet. In Europa wird die Finanzkontrolle zentralisiert. Da sehe ich, dass das mehr und mehr kommt. Der untere Rand der Gesellschaft wird stark eingeschränkt. Soziale Abhängigkeit wird sich als Falle und als Fingerschraube zeigen. Wieder, wie schon kurz erwähnt, ich sehe ganz klar digitales Geld kommen und das Bargeld abgeschafft werden. Ich würde sagen und ich wage zu behaupten, so wie ich das sehe, ist, dass wir mehr und mehr in ein System eintauchen, das man vermutlich mit China gleichstellen kann. Auch das Social Pointing System, also das Sozialpunktesystem, wie wir es in China kennen, sehe ich bei uns in Europa eingeführt werden. Wie gesagt, das nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern wie meistens bei meinen Vorhersagen 10 bis 15 Jahren. Billige Arbeitskräfte in Europa bei uns werden ganz klar zunehmen. Das wird vor allem jene freuen, die schon gut positioniert sind und in Zukunft billige Arbeitskräfte und billiges Personal möchten. Ähnlich wie wir es in Schwellenländern kennen, eben in denen man auch ohne Problem Hausangestellte sich leisten kann, auch wenn man zu einer etwas gehobenen Mittelschicht gehört oder natürlich ganz klar der oberen Schicht. Etwas, das heute für viele in Europa ein Ding der Unmöglichkeit ist, speziell in Mitteleuropa. Aber durch das, was jetzt passiert, sehe ich das auch bei uns wieder in Europa wiederkommen. Man könnte fast sagen, dass es eine, wenn man das jetzt historisch betrachten möchte, eine Art von Rückentwicklung der französischen Revolution und ihrer Folgen sein wird. Es bildet sich wieder eine Art von Feudalismus in Europa, in Mitteleuropa, in dem die aristokratische Klasse nicht wie früher ein blaues Blut in seinen Venen hat, sondern vielmehr ist das blaue Blut der Zukunft ein grünes oder noch aktueller gesagt ein digitales. Weil nämlich jene, die zu dieser zukünftigen aristokratischen Elite gehören werden, im Mittleren Osten, im Fernen Osten, in den USA, in Europa sind jene, die die Kraft und Macht über die digitale Realität haben. Digitales Geld und digitaler Handel. Das wird dann wieder ein bisschen ähnlich sein wie vor der Französischen Revolution, als Demokratie ein Fremdwort war, als die Gesellschaftsstruktur von wenigen Familien geleitet wurden, gesteuert wurden. Heute würden wir vielleicht sagen Oligarchen. In den USA kennen wir solche Oligarchen schon sehr gut, die mit Riesenunternehmen ganze, fast schon Länder manipulieren, beeinflussen, steuern können. Und in Russland kennen wir das ebenfalls. Es wird mit dieser Krise, mit dieser wirtschaftlichen Krise, in der wir uns hier befinden, wird es ganz klar den Schwächeren noch schwächer machen und den Mächtigen und der das Geld und die Kraft besitzt, noch kräftiger und machtvoller. Zum Schluss dieses Berichtes möchte ich noch einen kurzen
eine kurze Sequenz aus dem Film Syrianer zeigen. Syrianer ist ein US-amerikanischer Polit-Thriller aus dem Jahre 2005. Als ich mich darauf einstellte, dieses Video zu drehen und mich auch medial damit anfing, auseinanderzusetzen, Bilder und Visionen zu holen, ist die Sequenz, die ich euch jetzt hier zeigen möchte, immer wieder in meinem Hinterkopf aufgetaucht. Ich ließ sie dort ein wenig stehen und erst gestern, als ich mich dann entschied, heute das Video zu drehen, habe ich mich entschlossen, mir diese Sequenz mal genauer anzusehen. Ich wollte einfach sagen, was wird da eigentlich gesagt? Ich habe den Film schon seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen. Eine Zeit lang war es einer meiner Lieblingsfilme, weil ich finde ihn sehr, sehr aktuell immer noch. Ich finde, er zeigt geopolitische Machtstrukturen und was im Hintergrund passiert sehr, sehr gut auf. Also es ist nicht nur ein Spielfilm, sondern auch irgend sowas wie ein Dokumentarbericht, könnte man fast sagen, mit fiktiven Persönlichkeiten und einer fiktiven Geschichte, aber im Hintergrund sehr realistisch. Und als ich dann diese Sequenz, die ich euch jetzt hier zeigen möchte, als ich die genau ansah und genau zuhörte und natürlich dann auch aufs Deutsche für euch das, was gesagt wurde, ins Deutsche übersetzte, wurde mir klar, fast schon mit einem Schauern im Rücken klar, wieso mein Unterbewusstsein wollte, dass ich euch diese Sequenz zeige, weil sie passt genau zu dem, was jetzt passiert, was passieren wird und in was wir uns weiterentwickeln werden. Diese Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung wird sich nicht von heute auf morgen zeigen. Aber es ist einfach auch wichtig, dass man sich ein wenig versucht vorzubereiten, denn die Ankündigung eines wirtschaftlichen Crashes vor 4 Jahren, für die nächsten 4 Jahre, ist eingetroffen. Und genauso wie das eingetroffen ist, bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass die Entwicklung dessen, was ich eintreffen sah, genauso stimmen wird wie die Tatsache, dass nach 2 Jahren bereits dieser Crash eingetreten ist, also 2 Jahre nach meiner Vorhersage. Vielleicht noch kurz anhängend, es ist auch so, dass wenn ich eine Vision habe wie die, zum Beispiel des Crashes für die nächsten 4 Jahre, hören die Bilder ja nicht nur beim Crash auf. Ich hatte da bereits erste Eindrücke, in welche Richtung sich dieser entwickeln wird. Ich sammelte diese Eindrücke in meinem Hinterkopf und spüre dann auch immer, wann der Moment kommt, nun diese Informationen in meinem Hinterkopf zusammenzusammeln, in einem Text, in Stichworten niederzuschreiben und dann in einem Video mit euch zu teilen. Es geht also nicht darum, Angst zu schüren, sondern vielmehr zu zeigen, auf was man sich vorbereiten sollte, damit auch jeder für sich spüren kann, wie damit umzugehen sei. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und viel Kraft. Corruption charges. Corruption? Corruption is government intrusion into market efficiencies in the form of regulation. That's Milton Friedman. He got a goddamn Nobel Prize. We have laws against it precisely so we can get away with it. Corruption is our protection. Corruption keeps us safe and warm. Corruption is why you and I are prancing around in here instead of fighting over scraps of meat out in the street. Corruption is why we win.